Wow, willkommen zurück zu Blossom Tales. Wir wollen natürlich alle Herzteile haben, deshalb bin ich wieder hier bei diesem Brunnen, den ich mit meinem Rücken ansprechen kann. 500 Münzen, echt, nur 500 Münzen. Jetzt gilt's, ich kann's fühlen. Okay, meinetwegen, hier, nimm sie und jetzt gib mir, yes, endlich, das Herzteil. Für das Herzteil habe ich das meiste Geld gespart und das Rest des Geldes können jetzt eigentlich weg. Ich bin der Wundsprung. Das ist schön für dich, aber warum soll ich dir Geld geben, nur weil du deinen Namen sagst? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber ja, so kriegt man das nächste Herzteil. Damit sind wir schon mal 2 von 4. Und ich würde sagen, wir suchen mal wieder weiter. Ich glaube nämlich, dass es hier in diesem anderen Bereich auch noch was gibt. Ah ja, genau. Ich musste kurz nochmal nachschauen, aber musste ich eigentlich nicht. Es ist super simpel. Also, man kann hier einfach entlang. Und dann ist hier ein Magier, der gehört wohl zu diesem Ritter, den wir gefunden haben in der letzten Folge. Du alte Magier. Wer da? So was Eigenartiges, aufgeweckt zu werden von einer jungen Ritterin der Rose, gönnt euch ein Herz. Danke. Ist aber nett von dir. Der Ritter war sauer, der meinte, ey, lass mich schlafen, hier, nimm das Herz und verpiss dich. Aber die? Diese Magierin oder der Magier, was auch immer? War schon ein bisschen netter drauf. Ja, zurück im zweiten Dungeon. Da gibt es diesen langen Hallway, diesen langen Weg, der zum Boss führt. Ja, wenn ihr euch mal anschaut. Und hier gibt es irgendwo in diesem Raum eine zerstörte Wand, die wir bomben können. Aber ich glaube, hier bin ich fehl am Platz, wenn ich es von hier aus versuche. Ich habe mich jetzt mal nur zum Ende des Dungeons teleportiert. Das scheint aber so nicht richtig zu sein. Dafür müssen wir vermutlich zur Mitte. Bitte, das ist nicht zu weit weg. Ich hoffe, das ist direkt nebenan. Wo ist es? Oh Gott, okay, das muss ich lang rennen. Oh nein. Okay, ich bin da. Ach, da ist doch schon die Wand. Die ist direkt hier vorne. Oh. Na dann. Ich dachte, das wäre jetzt mitten in der Lava irgendwo am Rand oder so. Aber ne, hier ist es. Ein Herzteil, genügend, um wieder einen weiteren Herzcontainer zu bekommen. Yeah, uns fehlen nur noch 4 Herzteile mit nochmal 4 Herzteilen, mit nochmal 4 Herzteile. Sind wir bei 12. So wie die. Zurück in Nordblüten gibt es hier links ein Haus, ein Gebäude, ein Pilz. Die sehen für mich immer noch aus wie Pilze auf der Overworld. Jedenfalls gibt es hier dieses Haus und dieser ältere Mann hier drüben sagt zu einem: Ich habe einen geheimen Keller für den Fall, dass die Orks einmarschieren. Hm, vielleicht habe ich es dort gelassen. So, hat einen geheimen Keller. Und da dachte ich mir, hier in dem Haus? Und man kann diesen Tisch ziehen. Da ist der Keller. Dann schauen wir doch mal. Das ist ein Fluchtweg hier. Ja, auf der Flucht ist man auf jeden Fall. Ob man es will oder nicht. Wo, warte, hatten wir das hier nicht sogar schon? Ist wieder so ähnlich wie eins, das wir schon mal hatten. Schauen wir mal. Da sieht doch noch was. Ist ziemlich boring. Ist einfach nur hin und her rennen. Ich werde doch keinen Fehler machen, also. Ich bitte euch. Na gut, es sei denn, die Fledermaus erwischt mich. Das könnte ich mir leider vorstellen, aber passiert nicht, zum Glück. Oh, wenn ich jetzt springen könnte. Nee, das haben wir wirklich noch nicht. Oh. Aber so ein ähnliches hatten wir auch schon mal. Na, manche Herzteile sind halt ziemlich ähnlich. So, von den Rätseln her, wie man die bekommt. Und fertig. Unser Lohn. Ein Herzteil. Schön. Und wo geht's lang? Wo kommen wir wieder raus? Hier oben. Oh, bei den Bienen. Da drüben. Gibt's hier oben noch was? Ich glaube nicht. Ich guck noch mal ganz kurz. Nicht, dass ich hier... Nicht, dass sich hier noch was verbirgt und ich sehe es am Ende gar nicht. Das wäre ja katastrophal, fatal. Nö, ich schau nicht drücken sollen. Wenn wir wieder zurückgehen ins Eisdorf, gibt es da hier weiter links der Rat des Nordens.
Ja. Und die hatten ja irgendeinen, der hier schwer krank war und die braucht dringend einen Heiltrank. Glücklicherweise habe ich genau einen Heiltrank, den ich vermutlich nicht mal brauchen werde, also gebe ich ihn den einfach. Moment, ihr wollt uns einfach so einen Heiltrank geben? Nein! Das wäre verstehen müssen. Oh, sie kommt damit klar. Nein, wir überreichen natürlich den Trank. Ah, vielen, vielen Dank, junge Ritterin. Um euch meinen Dank zu zeigen, möchte ich euch dieses besondere Geschenk geben. Yeah. Ein Herzoll. Ein halbes haben wir. Wow. Und halt, wir sind noch nicht fertig mit Pinienzapfingen, glaube ich, heißt der Ort. Denn hier drüben, wo der einzige NPC, James, mit einem Namen wohnt, kann man seinen Tisch wegziehen. Er versteckt hier eine Kiste unter seinem Tisch. Wie funktioniert das? Ich habe absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber okay. Ich möchte die Truhe gerne haben. Und behalten tue ich den Inhalt. Ein weiteres dieser Buttonrätsel gefunden. Hier unten. Na, wenn ihr nicht sehen könnt. Da, in der Mitte des Waldes so gesehen. Da gibt es ja hier diesen Weg in alle Richtungen. Und hier gibt es genau zwei Knöpfe. Einmal einen hier und einmal einen dort. Ich rede einfach, dass ich so wenig Leben habe. Ich war im Frostwurst Dungeon. Ich habe gedacht, da hätte ich noch was übersehen, aber ich hatte schon alles. Und habe mich sie auch treffen lassen. Jedenfalls wollen wir ein bisschen Platz schaffen und dann schnell durch. Mist, das war zu langsam. Genau, wir wollen nämlich auf der einen Seite eine Bombe platzieren und dann schnell rüber dashen. Man braucht hier für die Running Shoes, wenn ihr die nicht habt, könnt ihr sie schaffen. Von der Zeit her. Ja, seht ihr, das ist super knapp bemessen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es schaffen kann, wenn ich nicht alle Energie leisten, also nicht jede einzelne Energie leisten Upgrades. Ihr wisst, was ich meine. Welche alle Upgrades dafür nicht habe. Oh, ganz knapp, das schafft man mit dem bisschen, was mir fehlt. Oh mein Gott. Und dafür kriegt ihr natürlich auch wieder ein Herz, also mit einem komplett neues, volles Herz. Und jetzt fehlen nur noch 8 Stück, die ich jetzt sofort holen werde. Hey Leute, könnt ihr euch noch an dieses Loch hier erinnern? Ich auf jeden Fall. Diesem unfassbar schweren Rätsel. Hier drüben. Aber es gibt tatsächlich einen Tipp, das ist nicht einfach nur Brute Force irgendwas versuchen, sondern ich weiß nicht, wo man drauf kommen soll, aber man kann ausnahmsweise mal, aua, diese Vines hier kaputt machen. Nicht hier drinnen? Okay, vielleicht war es draußen, Moment. Es gab auf jeden Fall irgendwo einen Hinweis für das Rätsel. Ah, die hier wahrscheinlich, oder? Ja, okay, hier draußen die Vines, die kann man kaputt machen. Und dann sieht man Rätselslösung. Oder zumindest ein Tipp. Ja, aber das ist jetzt nur eine. Moment. Der zeigt nach links. Und da unten ist noch einer. Oh Gott, ist das. Oh nein, das ist jetzt so hier so was Verwirrendes, oder? Okay, und ich gehe nochmal nach oben, weil. Hör auf, meinen Laserstrahl wegzunehmen. Ich brauche den. Ohne den bin ich wertlos. Geht doch. Jedenfalls, ich glaube, von oben nach unten geht das hier. Also angefangen mit links, dann rechts. Okay, links, rechts. So können wir merken, das ist easy. Ah, was, hier ist aber noch was. Unten. Links, rechts, unten. Das hier muss aber der letzte sein. Oben, links, rechts, unten, oben. Da kommt noch A, B, Start, aber das müssen wir nicht einfügen. Moment, wo war denn das noch? War es hier? Doch, hier. Okay. Das ist zumindest der Hinweis. Ich weiß nicht, worauf kommt, aber ja. Links, rechts. Oben. Unten. Passiert nichts. Vielleicht andersrum. Vielleicht der unten, der oben. Links, rechts, oben, unten, habe ich gesagt, ne? Vielleicht ist es ja anders. So, unten, oben, rechts, ah, Mist. Und dann links. Da war gerade, oder? Ist es auch nicht.
Vielleicht rechts, links? Keine Ahnung, oben? Unten? Oh, unten, oben? Das gibt es doch jetzt nicht. Das gibt's doch jetzt nicht. Ah, die bleiben sogar. Okay, Moment. Also das ist doch bestimmt der erste, weil das der erste ist, den man hier sehen kann. Also links. Muss richtig sein. Ah, links, unten, rechts, oben. So rum wahrscheinlich, oder? Links, unten, rechts, oben. Das muss jetzt aber sein. Komm schon, Spiel. Komm schon. Links, unten. Rechts. Mist. Oben. Links, unten, rechts, oben. Wieso nicht? Ah, vielleicht andersrum. Moment, vielleicht andersrum. Links, unten. Rechts, oben. Ich verliere meinen Verstand. Das gibt's doch nicht. Es ist zumindest schon mal ein Hinweis, dass alle in eine andere Richtung zeigen müssen. Ich meine, wie gesagt, ich kann halt noch ein bisschen raten, meinetwegen. Aber ich weiß nicht, wie viel Sinn das halt macht, jetzt hier so zu raten. Es passiert aber nichts. Es ist alles nicht richtig. Vielleicht ist es oben. Rechts. Oben rechts, unten links. Unten. Andersrum vielleicht. Oben rechts, unten links. Nö, auch nicht. Vielleicht ist es ja oben, unten. Rechts. Links? Nee. Wisst ihr was? Eine Sache gibt es, die mir aufgefallen ist bei den Glyphen hier vorne. Und zwar sind hier vorne noch so grüne Punkte dran. Ja, weiß ich nicht. So irgendwas ragt da halt auf aus der Wand heraus und was Grünes. Und ich glaube, dass das vielleicht was damit zu tun hat, in welcher Reihenfolge die sind. Hier steht 2, 3, 2. Hier steht 4 und dann ist da rechts ein 5er. Hier ist einer, direkt daneben sieht man schwer, aber hier ist noch einer. Und beim anderen ist gar keiner. Ah ne, warte, hier ist einer. Oh, hier ist noch einer. Ja, ich hab keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Oben, unten, rechts, links. Hab ich das schon probiert? Wahrscheinlich schon, aber ich probiere es nochmal. Also, oben, unten, links, rechts. Mach mal rechts, links raus. Auch nichts. Vielleicht andersrum. So, oben, unten, ja, links, rechts und dann rechts, links. Ja, da warst du grad. Hä? Das habe ich 50.000 Mal schon ausprobiert. Ach, was soll's, es ist vorbei. Oh mein Gott. Halbe Stunde später gefühlt. Okay, nicht ganz, eher so eine Viertelstunde, aber trotzdem. Das. Hä? Warte, unten, links, rechts, oben ist richtig. Unten, links, rechts, oben. Wo ist der Hinweis? Ich will es jetzt sehen. Moment, das will ich jetzt noch kurz sehen. Unten? Ja. Links. Ja. Dann rechts und dann oben?
Aber ich schwöre es euch, ich habe das locker schon mal ausprobiert. Ach, ist doch egal. Oh Mann. Dom, dom. Wir sind hier wieder im Ödland. Hier ganz unten rechts in der Ecke beim Ödland. Da gibt es den dritten dieser Krieger von vor allzu langer Zeit. Und zwar der, ja, der uralte Axtkrieger. Eine Ritterin der Rose in diesen verfluchten Landen. Nehmt das und seht zu, dass ihr Land gewinnt. Wow, nur der Magier war nett. Die anderen waren wirklich nicht so toll. Aber hey, da habt ihr sie. Die legendären Helden aus vergangener Zeit. Was auch immer der hier im Höhtland macht. Der Arme. Hoffentlich finde ich noch alle Herzteile. Ich muss hier weg. Was zur Hölle? Das hier habe ich noch nicht? Ich bin wieder im Ödland. Jetzt ein bisschen weiter links. Hier ist noch ein Herzteil. Dafür müssen wir einmal uns hier durchschlagen. Und dann kann man hier einfach runter. So, hä? Habe ich das wirklich nicht gefunden? 4 Kisten. Mit einem Trank, den ich annehme. Einem Herzteil. Bin ich sehr froh darüber, dass wir das noch gefunden haben. Und ein Haufen pures Geldchen. Pures Geld. Wow. Und ein Bildschirm weiter nach unten gibt es hier natürlich auch nochmal wieder ein Button-Puzzle. Das müsste das letzte sein. Aber wir schauen mal. Jedenfalls müssen wir dafür erstmal die ganze Area hier clearen. Da ich nicht weiß, ob wir das schon mal gemacht haben, lasse ich das einfach mal im Video drin, ne? Weil ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. So, verschwindet auch der Kaktus. Genau, da ist der erste Knopf. Warte, habe ich jetzt gerade die Vasen zerstört? Oh, hier sind noch ganz viele Fässer. Hier sind also super viele Fässer. Okay. Machen wir das direkt mal. Der erste Knopf. Ich glaube, es sind 4 Knöpfe. Falls ich es richtig gelesen habe in meinem Guide. Stellt euch vor, dieses Spiel wäre so unbekannt, dass es kein Guide hätte. Ich glaube, dann hätte ich 100% nicht gemacht. Das wäre dann wieder zu viel gewesen. Okay, da steht schon was drauf, was gut ist, weil da muss ich ja nichts draufstellen. So. Hä? Was ist denn hier? Geld, okay. Da stand nämlich nicht auf meiner Liste. Ist auch nichts Wichtiges. Okay, hier ist noch ein Knopf. Sehr gut. Da oben ist noch eine Vase. Muss ich nicht lange latschen. Ein Fass meine ich natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. So. Ja, Vasen sind da auch. Von daher. Okay, war knapp, aber. Nein! Mann! Boah, okay, warte, der muss erstmal weg. Der muss erstmal weg, der Kaktus. Und ich mal viele Versuche. Dein Ernst? Kann ich irgendwas mittragen? Hier drüber? Oh, bitte sag mir, hier ist noch irgendwas. Ja, hier sind noch Fässer. Mann, verschwindet endlich! Boah, die nerven. Die nerven wirklich. Ich kann auch die Bombenfässer nehmen. Also, solange sie nicht sofort explodieren, sobald ich sie ablege, ist alles gut. Ja? So, vorsichtig. Absetzen. Gut. 1, 2, 3. Das vierte muss ich ja einfach nur noch selber drauf latschen, das passt schon. Ich muss es nur noch finden. Ah, hier ist es. Bam, 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 bam. Ja, gar nicht mal so einfach. Aber glücklicherweise auch mindestens eins schon. Von alleine ein Gegenstand drauf. Alle Herzen bis auf eins haben wir. Ob wir jetzt noch 4 Herzteile finden werden? Schauen wir mal. Ich glaube irgendwie nicht. Ah, stimmt. Im Inn wollten wir noch mit William reden, da wir einen Schädel haben. Ich dachte, wir hätten es schon gemacht, aber schauen wir nicht. Ihr habt einen gefunden. Ah, hab Dank, galante Ritterin. Einen Ausgleich für eure Unannehmlichkeiten. Ein Herzteil? Das ist jetzt sehr seltsam, weil mir fehlen noch 3 Stück, aber laut meinem Walkthrough sollte ich jetzt alle haben. Hilfe. Warte, was? Ich bin gerade ins Schloss gegangen. Ganz rechts, wo ich hier trainiert habe. Er hat mir gerade gedankt, dass ich die Welt gerettet habe und alles Mögliche und gibt mir ein Item. Lilly hat eine besondere Gabe erhalten. Nun kann sie die Wirbelattacke sofort ausführen. Was ist denn damit gemeint? Oh, cool. Moment, was? Ach so, das ist einfach. Ja, das ist lame, oder?
Aber scheinbar gibt es ja noch drei verschiedene Techniken, die man bekommen kann. Ich sollte mich mal im Schloss genauer nochmal umschauen. Weil wenn ich hier noch was finden konnte, vielleicht kann ich auf der anderen Seite des Schlosses auch nochmal was finden. Würde zumindest Sinn machen, oder? Weil ich bin wirklich verzweifelt wegen den letzten drei Herzteilen. Ich weiß nicht, wo die sind. Und ich überlege, wo ich noch wirklich gar nicht war. Hier war ich noch gar nicht, oder? War ich hier schon mal? Kann ich hier irgendwas machen? Irgendwie ist ja auch nichts. Kann ich einen der Bette verschieben vielleicht? Wo wohne ich hier? Warte, was? Oder was nur mit dem Reden? Warum kann ich auf die drauflaufen? Das war seltsam. Hier ist aber irgendwie nichts. Vielleicht der Tisch? Auch nichts. Wo kann man lesen? Seid gut vorbereitet, Ritter. Mit einem Heiltrank mit. Blablabla, empfohlen. Du bist nicht krass genug. Doch, das bin ich. Wir sind sogar ziemlich krass. Was zum... Das stand nicht in meinem Guide. Als ob. Wow. Ich habe das gerade gelesen und dachte mir, das könnte wirklich sein. Denn... Mir fehlen ja jetzt noch zwei Herzteile. Und ich dachte mir, okay, wenn ich in den Shops schon die Herzteile gekauft habe und dann nur noch die anderen Items sind, dann wird aber wohl nichts mehr sein, oder? Aber dann ist mir aufgefallen, was würde passieren, wenn ich die Items alle leer kaufe und das dann neu rotiert? Vielleicht hatte ich einfach nur richtig Pech gehabt in manchen Gebieten. Wo könnte zum Beispiel was sein? Sagen wir mal zum Beispiel... Beispielsweise hier. Vielleicht habe ich einfach Pech gehabt und... Ich muss erstmal ein paar Items kaufen, bis dann das Herzteil erscheint im Shop. Wisst ihr? Dieser Gedanke kam mir gerade und deshalb... werde ich jetzt nochmal in die ganzen Shops gehen. Alles leer kaufen, weil ich habe genug Geld. Ich brauche das alles gar nicht mehr. Das Geld, wir haben ja alles gekauft, was man brauchen, kaufen muss, soweit ich weiß. Und hoffen, dass da in den Shops die letzten beiden Herzteile sind, wenn ich ja noch die Shops finden würde. Freunde. Das mit dem Shop hat zwar nicht gestimmt. Also zumindest bei mir nicht, in meinem Fall, aber. Hier ist doch eine Kiste, wo ich gar nicht war. Diese Kiste hatte ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und da können wir einfach durch jetzt. Ich hätte mich so gefreut. Ist hier überhaupt irgendwas? War das alles umsonst? Warum bin ich hier? Ist hier was? Wie weit nach oben geht das bitte? Ist das irgendwie eine Abkürzung oder sowas? Wo man hin kann, wenn man... Weiß nicht. Wenn man halt diese Feuermedaille hat. Aber doch safe doch schon mal, oder? Moment, was? Hier ist doch nichts Besonderes. Aber wir haben jetzt scheinbar eine Abkürzung geschaffen. Yay! Waren die wirklich benötigt? Ich gehe mal nicht davon aus, aber... Ja, ich schätze, die existiert jetzt. Du verkaufst mir auch nichts mehr, oder? Nee. Du sprachlos, Leute. Wait, what? Es gibt hier noch ein zweites Game? Ich habe eine schnellere Version des Spiels gemacht. 50 Münzen diesmal. Okay. Oh, ich sehe schon. Okay. Das wird nicht einfach. Ich traue mich nicht. Ich habe alle Zeit der Welt. Mehr oder weniger. Oh, es hat geklappt. Ey, Energiekristall. 2 von 4. Ja, 2 Energiekristalle und 2 Herzteile fehlen noch. Und halt Schriftrollen, falls es davon auch welche geben sollte. Aber ich glaube, jetzt bin ich hier fertig, oder? Ich hätte immer noch den Rekord. Okay, jetzt hat wirklich jetzt das Minigame auch aus. Auf einmal ist es im Laden.
ja. Was? 3 von 4. Wie jetzt? Warte, heißt das, man muss jedes Mal das Gebiet verlassen, damit sich der Shop aktualisiert? Sag mir jetzt nicht, dass ich es voll falsch gemacht habe. Ich bin raus und reingerannt und dachte, das reicht schon aus. Schau mal nicht. Na gut, hier ist immer noch die Mitte leer, ne? Ich werde trotzdem mal ein bisschen was kaufen. Bloß nicht diese One-Up-Dinger hier kaufen, die sind viel zu teuer. Kosten 500, das lohnt sich überhaupt nicht. Okay. Ich suche mal weiter. Alles klar, das hat sich zumindest schon mal geregelt. Ich bin jetzt hier wieder in dem Grasland-Shop, was auch immer. Oh, gerade noch so genug Geld. Ey, damit haben wir alle Energiekristalle. Glaube ich? Was stimmt da nicht? Die Leiste ist nicht ganz voll. Haben wir alle? Freunde, ich habe sehr schlechte Nachrichten. Man kriegt eigentlich ein Achievement, wenn man alle hat. Und die Leiste ist auch nicht ganz voll bei den Herzen. Ich glaube, mir fehlen noch 4. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich die bekommen soll. Keine Ahnung. Ich habe noch eine Kiste gefunden im Ödland. Hier, in, ja, rechts. Aber da drüben rechts. Oben. Ah ne, das hatte ich schon. Ich bin wirklich langsam verzweifelt in diesem Spiel. Sorry, Freunde. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo der Rest sein sollte. Mir fehlen 2 Herzteile. Scheinbar noch 4 Energiekristalle. Und ich habe nachgeschaut, wir haben 19 Schriftrollen. Es gibt 20. Ja, ich könnte da jetzt alles nachchecken, aber... Ach übrigens, Elissa befindet sich, by the way, hier in der Kirche, in der Kapelle, die ist, ja, im Schlossdorf da, oben links. Ich bin so froh, dass ihr schon 19 meiner Rollen gefunden habt. Ich will ein Buch daraus machen, also versucht bitte die anderen 1 zu finden. Oh Mann, wirklich, 1 fehlt noch. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich bin wirklich sprachlos. Hä? Warte mal. Hier oben ist die Kiste. Na gut, Freunde. Ich gebe erstmal auf. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht mit Sachen sammeln und wo ich alles finden soll. Also würde ich vorschlagen, tun wir doch erstmal die Welt retten hier. Im Ödland-Schloss. Ork stampften mit Getöse und Elektrizität erfüllte die Luft. Krokus verbarrikadierte sich hinter seiner Magie. Die junge Ritterin musste einen Weg finden, um ihn zu erreichen, sonst wäre alles verloren. Das dürfen wir nicht zulassen. Auf keinen Fall! Mit unserem neuen Laserangriff kriegen wir sie one shot down, zumindest wenn sie uns sie erwischen lassen. Also die Orks erwischen lassen, natürlich. Und wenn ich einmal getroffen werde und nicht mehr volle Leben habe, dann ist es leider vorbei. Am Angriff. Also sollte ich so lange wie möglich aushalten, mich nicht treffen zu lassen. Und ich glaube, diese Laser tun weh. Und probieren würde ich es ungern. Ich glaube nicht, dass es hier in diesem, wie sagt man, letzten Dungeon, diesem Final-Dungeon noch irgendwas gibt. Nachschauen kann ich aber dennoch. Hier ist bestimmt Geld drin, oder? Ja. War auch nicht so viel. Und hier komme ich überall nicht lang, nur hier. Huhu. Ja, ganz schnell am Rasen. Was ist das hier für ein Böden? Sieht ja cool aus. Das sieht aber nicht so cool aus. Wir werden abgeschossen, das gibt's doch nicht. Und. Was bist du denn für einer? Eine Riesenrüstung. Ah, oh, da war der erste Treffer. Jetzt ist vorbei. Okay, jetzt ist vorbei. Oh, da war ein Herz. Nett. Das funktioniert nicht. Man muss irgendwas anderes gegen den machen, glaube ich. Macht das Schaden? Kann man ihn vielleicht nur von hinten angreifen? Ah, ja, ich glaube nur von der Seite und von hinten.
Doch von vorne geht es nicht. Zumindest sah es gerade auf jeden Fall so aus. Nein! Nein! Ernsthaft? Ganz am Anfang? War das böse? Kann man das zumindest zurückschleudern? Vermutlich nicht. Na gut. Dann müssen wir nun mal extra vorsichtig sein. Wow! Habt ihr das gesehen? Musst du kurz stehen bleiben. Und Schalter! Gott sei Dank. Hätte das nicht auch gereicht von der Distanz her, wenn ich von hier aus meinen Bumerang? Ich glaube ganz knapp nicht. Wäre aber lustig gewesen, wenn doch. Oh nice, da war wieder ein Herz. Sehr gut. Und mehr von euch Riesenrittern. Und doch, die kann man besiegen. Ja, das habe ich hier geschafft. Was ist das jetzt hier? Rätsel. X. Dreieck. Kreis. Dreieck. Ich kann da draufschlagen. Ändert sich das? Okay, ist auf jeden Fall ein Rätsel. Bestimmt ist hier oben in dem Raum des Rätsels Lösung. Würde ich mal vermuten. Warum sonst können wir hier rein? Mist! Oh, jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Ich mach Blödsinn. Mach nur Blödsinn. Ja, verschwinde! Hau ab! Ja, übrigens wegen den 100%. Und da mir ja noch ein bisschen was fehlt, so ein Herzteil und so. Ich werde mal schauen, dass ich. Muss ich es hochmachen? Oh ja. Oh. Oh. So, schnell durch! Ich werde mal schauen, dass ich nach dem Final Boss hier nochmal den Rest sammeln gehe. Falls es möglich ist. Ich bin nicht als einziges am Struggle, alles zu finden, tatsächlich. Es gibt sehr viele Spieler, die da am Struggle sind. Ich sehe eine rissige Wand. Ich sehe einfach eine rissige Wand, oh mein Gott. Ich gehe jetzt rein. Am Ende ist hier noch was Wichtiges. Ist alles Geld? Oder sind das Fallen? Vielleicht kommen da ja Zombies raus. Oder ist es wirklich einfach alles Geld? War okay. Falls noch was im Shop sein sollte, aus magischen Gründen, dann kann ich es mir zumindest jetzt leisten. Und da ist nicht nur Geld drin, sondern auch, naja, ein paar Tränke. Was nicht schlecht zu sein scheint. Die Tränke könnten wir gebrauchen. Vielleicht, bestimmt. Ich hätte gerne noch so einen Heiltrank. Habe ich welche von denen? Hier unten habe ich 2 Stück. Theoretisch. Puh. Was wird denn das hier? Habe ich irgendwie die 5. Piratenbasis ausgeraubt? Oder ist das vielleicht... Ah, das ist vielleicht das Gehalt von Krokus. Oh, nochmal 2 Heiltränke nebeneinander. Okay. Danke für deinen Schatz, Krokus. Yes. Knöpfe ich dich mir vor? Ihr wisst, was ich meine. Ist ja gar nichts, ich muss das kaputt machen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Map? Wow, was? Okay, es geht gleich nach unten rechts weiter. Wir sind nur in der Ecke des Schlosses, aber eigentlich geht's rechts weiter. Aha. Das ist ein sehr seltsamer Dungeon, wenn ihr mich fragt, aber gut. Krieg ich das mit den Bomben hin? Ich glaube, da wäre es besser, wenn ich das mit Pfeil oder Bumerang. Vermutlich Bumerang besser. Seid ihr auch einfach zu besiegen mit dem Bumerang? Nee, eigentlich nicht. Okay. Nein! Besieg ihn! Na, ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Ich würde aber gerne dashen können. Dann machen wir es doch lieber so. Ah, Mist. Okay, komm, gehen wir mal rum. Heilen uns, stocken kurz auf. Oder machen, was auch immer ich da gerade gemacht habe. Und... Ja, 1, 2, 3. Es hat noch gezählt! Haha, es hat noch gezählt. Hä, aber war da nicht noch was? Hier. Mit Bogen drauf schießen. Ja, okay. Njong. Die müssen kaputt gemacht werden, oder? Ah! Mutantenspinnen! Oder... Was ist das sonst für eine Spinne? Auf jeden Fall keine normale. Die
Die ist so lila. Verzaubert? Das sind bestimmt verzauberte Spinnen. Verhexte Spinnen. Auf jeden Fall böse Spinnen. Und nein, das sollte ich aktiviert lassen. Ah, ey! Ich bin gefangen! Oh nein, die Spinne habe ich gefunden. Ah, okay, ich muss kämpfen. Hätte vielleicht besser aufpassen müssen. Na gut. Ah, bitte nicht! Nein! Hilfe! Verhext Spinnen! Sie kriegen mich! Spinde! Was? Wieso habe ich es geschafft? Was ist das, weil nur unter einem ein Schalter war? Der Rest ist nur Deko? Oh Mann, die Spinne hat das abgeprallt und dann war ich daneben. Oh Junge! Das ist ein verfluchtes Labyrinth. Wir sollen nach ganz links, aber es geht hier noch so weit nach unten rechts. Ich weiß nicht warum. Also das wird gleich auf jeden Fall interessant. Wir sind wieder in diesem Raum. Ja, schön und gut, aber ich weiß doch die Antwort immer noch nicht. Hier sind vier Räume. Und in den vier Räumen stand das bestimmt, oder? Oh nein, Moment. Stand es hier irgendwo? Hier ist halt nur ein Viereck. Da ist ein Kreis. Okay. Aber was? Welcher Raum ist denn welcher Kristall? Vermutlich so, wie es auf der Map steht. Das heißt, das hier ist Kreis. Kreis ist richtig. Warte, aber hier ist doch ein Viereck. Oh mein Gott. Okay, warte. Moment. Dann ist das vielleicht Kreis und das Viereck. Ja. Nein. Ja? Nein? Hä? Das ist jetzt wieder falsch. Okay, da ist Dreieck und da ist X. Oh, bitte stimmt das. Dreieck. Und X. Hä, wieso sind denn die unteren beiden wieder falsch? Was hat das denn jetzt Spiel? Oh, es stimmte. Okay, es war ein simples Puzzle. Ein simples Puzzle. Und hier brauche ich meinen Trusty Dusty Drippity Bow. Das war's. Das war ja einfach. Sage ich, während ich die Hälfte meiner Leben verloren habe? Müsst euch vorstellen, ich habe so viele Reihen an Herzen und habe schon die Hälfte weg? Ich bin nicht gut im PvP. Oder PvE. Was ich meine. Hallo. Ein Schieberätsel? Und du resettest das. Ah ja. Dann lass mal schnuppern. Lass mal sehen. Was können wir hier anrichten? Was für einen Schaden können wir anrichten? Hä, ist das nicht super simpel? Weil so hätten wir zumindest schon mal die oberen. Ja doch, das war's doch. Schon vorbei. Obwohl, warte mal. Moment. Vielleicht. Oh, ich hab's glaube ich falsch. Muss nicht sein, muss nicht sein. Moment. Moment, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Moment. Aber warum sehen manche von anders aus? Oder ist es nur das Licht? Vielleicht ist auch nur das Licht. Beide jetzt nach unten und den dann nach links schieben, dann habe ich's. Ja, war nicht so schwer. Gibt auch bestimmt für dieses Rätsel mehrere Wege, wie man schaffen kann. Ich hätte jetzt fast auf diesen Schalter gedrückt. Ich glaube, wenn man auf den Schalter drückt, dann stellt sich das alles. Da geht die Tür wahrscheinlich wieder zu. Ja, okay. Oder die Tür bleibt natürlich auf. Das kann sein. Was auch sein kann, ist, dass diese Gegner hier am einfachsten zu besiegen sind, wenn man einfach drauf losrennt. Das hat bisher am besten funktioniert, als zu hoffen, dass die Bombe landet und trifft und Schaden macht und boom, boom, boom. Aber trotzdem mache ich es. Boom. Nee, ich glaube, mit Bombe ist wirklich die falsche Taktik. Aber die Stimmung hier ist und bleibt ziemlich episch. Wir werden zwar heute den Dungeon nicht schaffen, aber dafür auf jeden Fall beim nächsten Mal.
Das kann was werden hier. Oh, beim letzten musste ich nicht mal dashen. Wir sind fast da, aber ich glaube, das ist wirklich nur ein Trick. Vielleicht ist ein Teleporter, der uns auf die rechte Seite des Schlosses schickt, da wo wir eigentlich hin sollten, vermutlich. Aber hier ist doch bestimmt nur ein Zwischenboss. Einer von den letzten übrigen Untertanen von Krokus, die ihm seine Loyalität geschworen haben. Nein, hier ist einfach ein Schieberätsel. Hm? Mit Laser. Okay, lass mal sehen. Ah, die schlage ich einfach. Moment. Ja. Das muss denn alles aktiviert sein. So. Ja. Schätze schon, dass man das so machen kann. Das aber allerdings nicht. Ah. Ja gut, der muss ja so sein, wie er gerade ist. Obwohl, nein. Der kann auch so sein. Nee, kann er nicht. Das funktioniert doch nicht. So, warte. So ist auch richtig, weil das hier drüber geht. Ah. Sieh mal einer an. Muss alles hier connecten? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie hoffe ich es ja nicht. Das würde es mir erschweren. Puh, warte mal. Geht das so? Ja, doch. Ich habe es kaputt gemacht, auszusehen. Hm? Ach, da. Wieso ist der da unten nicht an? Ja, das muss so. Okay, nur die vier müsste ich machen. Nicht alle. Und damit geht sein Schild vorne. Ein wenig kaputt, aber nicht komplett. Also hier in dem Raum, in dem Anfangsraum. Verwirrend. Warte, kommen wir jetzt aus dem Dungeon raus? Das war erst die linke Seite des Dungeons. Oh, jetzt geht's hier draußen weiter. Das ist cool. Das ist eine Atmosphäre. Das ist eine coole Atmosphäre. Ey! Soll das besiegt sein davon? Verstanden? Ist hier was oder renne ich nur? Moment, hier ist vielleicht was. Ich kann hier wie lang? Nein? What? Ging es nur so rum? Keine Ahnung. Hä, okay, also von hier kamen wir. Hier ist ja der Anfang. Können wir vielleicht jetzt hier durch? Können auf jeden Fall lang. Nee, hier ist zu. Ja, hier ist zu. Okay. Schauen wir nochmal in dem Dungeon, im Anfangsraum. Eventuell hat sich durch den Schalter draußen etwas drinnen getan. Das könnte ich mir noch vorstellen. Lass mal sehen. Das würde bedeuten... Nichts. Uah! Da kommen wir immer noch nicht lang. Höh, habt ihr gesehen? Die Bombe ist gerade einfach verpufft. Verdammt. Ich komme da nicht durch. Hä, und hier komme ich auch nicht hoch. Hm. Bitte? Ich war einfach in jedem einzelnen Raum. Habe ich was draußen übersehen? Ich schaue mich noch mal um. Aha. Auf der linken Seite kann man noch nach unten. Vielleicht bringt das was, wenn man hier außen rum entlang geht. Weil das konnten wir, soweit ich weiß, vorher nicht hier lang gehen. Und ich muss aufpassen, weil ich brauche gleich einen Trank, wenn das weitergeht. Ich brauche auf jeden Fall einen Trank. Okay, ja, ja, einen Trank. Einen Trank. Die sind auch richtig stark, diese Tränke. Die machen einen Full Heal. Full Heal. Würde ich das vorstellen? So viele Härten in einem kleinen Gefäß. It's more like the Gefäß. Was, hier können wir rein? Ist alles Teil des Dungeons? Oh nein. Oh mein Gott, ja, ist es wirklich. Oh mein Gott.
Nicht nochmal so ein Rätsel. Nein, das könnt ihr mir nicht antun. Ich bin noch gar nicht vorbereitet auf sowas. Boah. Wenn ich hier das jetzt wüsste. Wäre halt so toll. War es vorbei. Ich hab's falsch. Aber es war knapp. Es war knapp. Vielleicht das gleich nochmal andersrum machen? Das könnte funktionieren. Denke ich. Oh, das war zu weit. Oder ich gehe in so einen komischen Weg. Nee, definitiv nicht. Oh mein Gott. Aber komisch wird es, wenn ihr beim nächsten Mal nicht mehr einschaltet. Also tut es, vermaledeite. Nochmal eins. Denn für heute soll der Vorgeschmack erstmal reichen. Krygos Dungeon. Und noch weitere Secrets und ja, Herzteil, sowas halt. Hier ist ein Schlüsseltor. Okay.